Herzlich willkommen, ich bin Barbara. Freue mich heute auf das vitalisierende Workout. Was benötigen wir dazu? Einen Stuhl, ein Handtuch, eine weiche Unterlage, feste Sportschuhe und Sportbekleidung. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Mitmachen. Mobilisation. Die 8 Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule. Atmen Sie ein. Und atmen Sie aus. Führen Sie jede Bewegung im Rhythmus des eigenen Atems durch. Gerne dürfen Sie auch mehrere Atemzüge in jeder einzelnen Position verweilen. Atmen Sie immer so, dass sich der Atem für Sie ganz mühelos anfühlt. Im besten Fall atmen Sie durch die Nase ein und den Mund aus. Einatmen, Arme nach oben führen. Ausatmen, Hände vor dem Herzen zusammen. Einatmen, die Arme nach oben, die Schultern sinken lassen und mit der nächsten Einatmung Oberkörper zur Seite neigen. Und mit der Ausatmung wieder zur Mitte kommen. Einatmen, den Oberkörper nach hinten öffnen und mit der Ausatmung nach vorne beugen, Kopf sinken lassen. Der Arm wird nach oben geführt mit der Einatmung und der Blick folgt der Hand. Ausatmen, geht der Arm tief. Einatmen, die Arme zur Seite abspreizen, Oberkörper und Kopf leicht heben. Mit dem Ausatmen sinken lassen. Einatmen, aufrollen, die Arme heben und ausatmen, die Hände wieder vor dem Herzen zusammenführen. Diesen Bewegungsablauf wiederholen Sie im besten Fall, so wie es Ihnen gut tut, 3 bis 4 Durchgänge. Genießen Sie jede einzelne Bewegungsrichtung und folgen Sie Ihrem Atemrhythmus. Die Bewegung wird immer so durchgeführt, dass der Atem Sie leiten kann. Einatmen, Arme nach oben, ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, Arme wieder nach oben führen, ausatmen, Schultern sinken lassen. Einatmen, Oberkörper zur Seite und aus zur Mitte. Ein, Oberkörper zur anderen Seite, aus zur Mitte. Einatmen, nach hinten öffnen, ausatmen, nach vorne neigen, Kopf sinken lassen. Einatmen, den Arm nach oben führen, Blick folgt der Hand, ausatmen, tief. Einatmen, der andere Arm, ausatmen, tief. Einatmen, die Arme zur Seite öffnen, ausatmen, tief, Kopf sinken lassen. Einatmen, aufrollen, die Arme über die Seite heben und ausatmen und sich dann noch einen Moment zum Nachspüren nehmen. Die folgende Übung fördert Ihren Gleichgewichtssinn und gleichzeitig auch die Hand-Auge-Koordination. Stehen Sie mit geschlossenen Füßen aufrecht auf einer weichen Unterlage und werfen abwechselnd mit einer Hand einen Tennis- oder Softball möglichst senkrecht nach oben und fangen den Ball dann mit der anderen Hand wieder. Der Fokus liegt hier auf der Bewegungsqualität, ganz besonders jetzt auch hier bei dieser schon etwas schwereren Variante, nämlich diese Übung im Einbeinstand auszuführen. Wichtig ist auch hier, dass das Standbein immer leicht gebeugt bleibt, um das Knie des gestreckten Beines nicht zu überlasten. Die Atmung sollte gleichmäßig fließen, ein- und ausatmen und möglichst sich selbst mit einem inneren Lächeln belohnen. Der heiße Stuhl.
sitzen Sie auf dem vorderen Teil der Sitzfläche eines Stuhles oder eines Hockers und legen die Hände ganz bequem auf dem Oberschenkeln ab. Der Oberkörper bleibt aufrecht und stabil. Die Füße stehen unter den Knien, Fersen sind direkt unter den Knien ausgerichtet und Sie heben mit jedem Ausatmen Ihr Gesäß und Ihr Becken an, wie wenn Sie aufstehen würden, und mit dem Einatmen setzen Sie sich wieder hin. Bauch- und Beckenbodenmuskeln hier sanft anspannen. Als Variation können Sie die Füße versetzt aufstellen in Schrittstellung, die Hände gerne wieder auf den Oberschenkeln ablegen. Mit der Ausatmung wieder aufstehen, mit der Einatmung wieder absetzen. Nach ca. 6 bis 12 Wiederholungen wechseln Sie die Fußposition und auch hier wieder mit der Ausatmung aufstehen, mit dem Einatmen absetzen. Eine weitere Variation: die Arme nach oben strecken, Schultern bleiben tief. Auch hier gilt es, Bauch- und Beckenbodenmuskeln sanft zu aktivieren. Ausatmen, aufstehen, einatmen, wieder absetzen. Gerne auch hier 6 bis 12 Wiederholungen durchführen. Bei dieser Übung geht es vor allem darum, Bein- und Gesäßmuskeln anzusprechen, aber natürlich auch die gesamte Rumpfmuskulatur. Bei der nächsten Übung geht es wieder um die Wirbelsäule, nämlich um eine Drehbewegung, der Wirbelsäulentwist. Sie sitzen wieder auf dem vorderen Teil einer Sitzfläche, eines Stuhles zum Beispiel oder eines Hockers und führen dann die Arme gestreckt bis auf Schulterhöhe nach oben, atmen dabei ein und mit der Ausatmung rotiert der Oberkörper jeweils nach rechts bzw. nach links. Um die Arme jeweils etwas zu entlasten, werden die Arme in der Mittelposition jeweils abgesenkt und dann mit der folgenden Einatmung wieder zur Seite ausgestreckt. Ausatmen, rotiert der Rumpf. Der Blick folgt dabei immer der Bewegung. Und wie es hier auch sehr gut zu sehen ist, zeigen die Daumen nach oben und die Handflächen nach vorne. Als Variation kann nun ein Bein gestreckt nach vorne geführt werden, immer dann, wenn der Oberkörper zur Seite rotiert und in der Mittelposition wird das Bein wieder abgestellt. Dadurch werden jetzt auch die beinrückseitigen Muskeln gedehnt und die Muskeln an der Oberschenkelvorderseite gekräftigt. Die Schultern bleiben bei der ganzen Übung immer entspannt und weit weg von den Ohren. Eine weitere Variation: bei der Ausatmung mit der Rumpfrotation das Bein gebeugt anzuheben. Das heißt, das Knie bleibt während der gesamten Übungsausführung gebeugt. Auch hier ist darauf zu achten, dass der Oberkörper aufrecht und stabil bleibt. Hier geht es ganz im Besonderen um die Atmung. Setzen Sie sich bequem und aufrecht auf das vordere Drittel der Sitzfläche eines Stuhles oder Hockers. Legen Sie ganz sanft Ihre beiden Handflächen auf dem Bauch ab, gerne auch die Augen schließen oder leicht geöffnet lassen und nehmen bewusst das Heben
und Senken ihrer Bauchdecke beim Ein- und Ausatmen wahr. Spüren Sie, wie bei jeder Einatmung sich die Bauchdecke sanft nach außen gegen Ihre Handflächen schiebt und beim Ausatmen sinkt die Bauchdecke wieder leicht nach innen. Nach dieser Übung nehmen Sie sich noch ein paar Momente Zeit, nachzuspüren. Danke für Ihre Zeit und Ihre Energie. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen der Übungen und freue mich schon auf das nächste gemeinsame Workout. Bis bald!